Moin, willkommen zu Star Citizen. Ich weiß gar nicht, seit wann hier NPCs mit dürfen. Was ist das für ein komischer Käse? Ja, ich bin eigentlich gerade mit der Freelancer, wollte ich landen, der Hangar war offen, ich fliege in den Hangar rein. Bumm, explodiert. Als ob ich da irgendwie gegen eine unsichtbare Mauer geflogen wäre, ne? Also der Hangar war aber, optisch gesehen, war da offen. Ich habe keinen Plan, was da passiert ist. Ich war vorher mit der Freelancer und dem Rock unterwegs. Und hab da Hadanit geholt. Ja, das Ding war voll mit Hadanit, hat 200.000 da noch verdient. Huiuiui, wäre das da passiert, ne? Mit dem Hadanit an Bord. Es wäre unglaublich gewesen. Irgendwas zickt hier schon wieder rum. So. Gucken, wo ich hin muss. Schlopp, schlopp. Da ist die Kamera. Ich muss das mal drüben stellen, ja, das ist voll ungewohnt. Das ist ja auch mit dem Licht nicht richtig gut ausgependelt, hä? Nur zu tun. Gut. So. Oh, wieder ins Dunkle. Warum regst du dich überhaupt noch auf, hä? Das bringt es sowieso nicht. Dunkel, dunkel, dunkel. Also, das, ich bin immer noch hier, das ist irgendwie transparent, ne? Wenn ich jetzt aber rausgehe aus dem Spiel. Und dann versuche ich das bei OBS wieder richtig einzustellen. Da sehe ich das nicht, weil es wieder ein anderer Bildschirm ist. Ja? Oh, Arrestor, ja. Wir nehmen Arrestor. Wie langsam er abbremst, ja. Ja, weil Euterp hat so eine geringe Gravitation. Da dauert das eine Weile. Es ist, als ob du dich quasi im All abbremsen willst. Aber das fand ich gar nicht so schlecht. Ach, ich bin so transparent, was ist das für eine Scheiße? Ich habe keine Ahnung, wieso. Oh ja. OBS. Du stellst den Wacken was ein und dann verrückst du die Kamera mal um 0,2 mm. Und schon musst du dir aber doch komplett alles neu einstellen. Das Programm ist halt kostenlos, ne? Hätte es mich was gekostet, hätte ich mich richtig geärgert. Jetzt! Ja, ich weiß, es ist dunkel, es tut mir leid. Aber ich habe mich ja zum Glück wie in einen Geist verwandelt. So. Neutralize. Ja, findet mich natürlich sofort. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Ich kann den nicht aufschalten. Jetzt! Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn das überhaupt für ein Gegner? Ja, der will ja wieder reden hier, aber ich nicht mit dem. Wieso muss er den nochmal einlocken? Hat er doch schon. Das Blöde ist, dass die halt immer reden wollen. Und das sehe ich ja nicht. Open Exterior, nee. Moment. Der will immer das Exterior öffnen. Ich komme gleich zu. Ja. Ah, da ist er ja. Ah, irgendwas ist schwer beschädigt. Na, na? Ich bin schon auf 2000 Meter ran. Wann kann ich denn schießen? Gar nicht. Was sehen wir denn hier? Oh. Son of a bitch. Hey, was macht denn der? Oh! Okay. Das ging schnell. Gab's über Geld, ne, ja? Apprehension Evaluation. Ja, 4000, geil. Das lohnt sich derzeit ja richtig, ja? Ich will mal so eine Höhlenmission machen. Hier haben wir ja gleich einen Wrack.
Ich komm nicht zum Röhren. Ach, scheiße. Ich sehe mich ja so durchglitschen. Ah, wieder eine unsichtbare Wand, hä? Ja, ich komme nicht rein. Hier, unsichtbare Wand. Und so war das vorhin. Ich habe eigentlich auch einen Suppressor drauf gebastelt. So war das vorhin auch mit der Freelancer, ne? Eigentlich durchfliegen, aber unsichtbare Wand. Patch, Patch. Bin trotzdem drin. Lampen. Hier gibt es ja ja nicht, da komme ich raus. Ja, raus komme ich, hä? Das rein. Das hat der Bombe gemacht. Meine Kusche, meine Füße tun weh. Ja, die haben hier wohl schon alles geplündert, ne? Alter, hä, da hat's wieder gehangen kurz, hä? Ich dachte jetzt kracht. Ja, ich weiß schon wieder. Halt! So, ich muss unbedingt Luft tanken, ja. Nützt ja nicht. Landing complete. Have a pleasant stay. Und wenn ich jetzt den Restock nehme, lädt er unter Umständen die Raketen nicht auf, aber die Raketen werden dafür bei A-Corp in meinem Inventar gespeichert. Und deswegen ist mein Inventar so kacke voll. Da sind die ganzen Raketen drin. Ich habe da gestern schon eine halbe Stunde rumgemerkt und jede Rakete einzeln verkauft, weil du die nicht Stück für, also weil du da nicht 10 Stück auf einmal verkaufen kannst. Diese Funktion gibt es zwar dort, aber die funktioniert halt einfach nicht, ne? So, jetzt hole ich das Schiff. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Standby. Jetzt kriege ich wieder keinen Zugriff. Also, ich habe keinen Plan, wie ich da jetzt hier die Waffen ins Schiff reinbauen soll. Ich kaufe sie. Dann klatscht die in irgendein Inventar. Ich finde das so interessant, ne? Wenn ich auf irgendeiner Station bin, habe ich da irgendwie komischerweise Zugriff aufs Inventar. Hier nicht. Wenn ich direkt vorm Schiff stehe, nicht. Dass sie das auch immer in irgendwelche Inventare packen, ne? Einfach einbauen, fertig. So, jetzt bin ich an Bord des Schiffes. So, hier sind die Waffen. Und du? Was machst du jetzt damit? Ich kann sie runterwerfen, toll. Und du? Local. Ich tue jetzt bei Local rein. Will er nicht haben, ne? Muss ich wieder hier rüberziehen oder was? Ich werde wohl nie diesen Auftrag machen können. Wenn das Schiff da ist, kann ich nicht an dem Schiff rumdoktoren im Hangar. Ich muss es einstoren, um dran rumzubasteln. So. Das macht irgendwie organisatorisch absolut null Sinn. Ich krieg nur Zugriff auf das Umbaumenü, wenn ich das Schiff nicht in der Nähe habe. Hä? Ist das für ein
Scheiße. Geyser. Das ist so, wieder, das ist wieder Zeit. Ne? Das geht wieder nur um Zeit. Ne? Du musst Zeit vergeuden mit so einer Scheiße hier. So, jetzt ist es wieder retrieved. Ne, jetzt ist es wieder gestalkt. Oh Gott, ich bin schon richtig schmuschig. Und bis ich ja fertig bin, hat er schon wieder Durst. Ja, du geht's doch. Read only ist ein Geyser. Wieso read only? Vehicle Weapons. Ja, jetzt ist es da. Sein Blödsinn. Auf dem Stationsmenü geht's im Stationsinventar, aber im Schiffsinventar die Waffen, das geht nicht. So, so. So, warte mal, vielleicht können wir. Ich möchte heute noch ins Bett. Hangar 4. Your vehicle has been delivered to the following location. Was mich ärgert, da ich ja vorhin mit der Freelancer gecrashed bin, da war mein schöner Helm drin, den ich gefunden habe im vorletzten Video oder im letzten. Und der ist jetzt natürlich weg, ist mit explodiert. Und deswegen macht das für mich null Sinn, diese Inventare im Schiff. Dein Gelumpe ist schneller weg, als du gucken kannst. Dann lieber irgendwo auf einer Station storen. Alles andere im Schiff. Ne. Vor allem, die Schiffe gehen ja zu 99% aus dem Grund kaputt, dass irgendwie die Spielmechanik rumzickt und nicht, weil irgendein Gegner dich abknallt. Also wenn du dich nicht allzu blöd anstellst. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, hä? GVSR haben gleich mal 43 Schuss. Das ist schon mal gut. Das ist ja das, was ich wollte. Ne? Quatsch mich nicht zu da unten. Thank you. And please visit again. Naja. Kommt mal mit eurem Inventar da klar. So. Nächster Versuch. High Risk Target. Ich habe jetzt auch die Raketen nicht aufgeladen. Das geht nur bei Arcorp. Und weil da meine ganzen Raketen halt sind. Wenn ich jetzt auf irgendeiner Station Raketen aufstocken will, funktioniert das nicht. Also nicht immer. Manchmal funktioniert es, aber da legt dann halt extra noch die Raketen in meine Heimatbasis. Und deswegen ist das alles kackvoll. Exit Atmosphere. Soup House Leaky, House Soup Leaky, Leaky Soup House, Soup Leaky House, House Leaky Soup, Leaky Leaky Soup House, House Soup und Soup Soup Soup. Mich George, der hatte Requisiteur, der sich Namen für Suppen ausdenken sollte, einen schlechten Tag gehabt. Und deshalb ist dieses Schild auch nicht im Film zu sehen. Ah, jetzt aber genug von magischen Speisen wie Soup Soup Soup. Harry und Hagrid machen sich auch mal langsam vom Acker. Ja, ich bin ja eine Weile unterwegs. Da gucke ich gerne mal so ein bisschen auf YouTube rum. Und ich gucke ja gerne Cold Mirror, ne, und ihre 5 Minuten Harry Podcast Geschichten. Ich finde das geil. Ein teurer Quantendrive heißt nicht, dass du schneller bist. Also mit der Harbinger ist man dann die 60 Millionen Kilometer auch schon mal 10 Minuten oder länger unterwegs, ne. Und Crusader. Ja gut, aber da gibt es offenbar die fette Kohle, ne? Ich weiß gar nicht, für wen muss ich jetzt überhaupt hier arbeiten? Für wen ist das überhaupt? Moment. Die Bounty Hunter Gilde. Und das ist bei Yela und das ist immer ziemlich gefährlich. Also, die machen aus dir schnell Sup, Sup, Sup. Ja. Ich mag ihren dreckigen Humor, ne? Ja, ist kompatibel mit meinem. So, ihr wisst doch, ich fresse hier irgendwie. Dieses Mikrofon ist etwas zu nah. So, ich habe ja wieder alles umgestellt. Aber irgendwie habe ich noch nicht. Die richtige Position für das Mikrofon gefunden. Halt. Haben Sie was getrunken? Jo, Sup, Sup, Sup. Ich sage, ich habe keine Anzeige von den Lasern, aber ich bin am Quanten. Äh,
entered, Yuri stinkt schon. UEE. Es ist natürlich auf der anderen Seite des Mondes, Darling. Aber da wir sowieso nicht auf dem Mond landen müssen, ist das vollkommen irrelevant. Was öfters ist jetzt ein Hammerhead, ich raste aus, das kann nicht sein. Vorsichtshalber, ich hole erstmal eine Arister raus, ich habe noch zwei Stück davon. Ich halte mich dann auch nicht großartig mit irgendwelchen Kompagnons von dem auf, ich will den halt bloß schnell und dann husch weg. Das wird ja, wenn das High-Risk-Target ist, das kann ja... Es kann alles sein, es kann ein Endpuff sein, mit den Kleinen habe ich am meisten Probleme, die Nerven. Dummerweise, wenn es dann zum Kampf kommt, quatsche ich immer und wenn ich dann Musik unterlege, dann hört man mein dummes Gequatsche noch zwischendurch. So, ich... Noch kämpfen wir ja nicht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen runter, damit ich nicht so ein großes EMP beziehungsweise nicht so viel Hitze abstrahle. Das kann man auch noch einstellen, ja, dass ich hier weniger Saft auf die Triebwerke gebe. Ich sehe, nee, er sieht mich nicht. Noch nicht. Jetzt. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich jetzt die Stalker rausklatschen. Weg ist es. Geht oder nicht? Warum nicht? Eingeloggt wird rausgelockt oder was? Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig. Ich hatte ihn eingeloggt, jetzt ist er wieder weg, ja? Warum? Ich bräuchte hier eine viel größere Reichweite. Oh, der bewegt sich nicht, ne? So, jetzt. Der wird nicht rot angezeigt, ne? Nicht, dass ich hier Crime Stat kriege, aber das muss er ja sein. Was hat denn der überhaupt? Eine Anvil Hurricane, dein Ernst? Das ist der Big Shit? Und dafür habe ich jetzt den Stalker raus? Objective complete. Geld verdient habe ich keins. Das war's schon. High Risk Target stand da. Ja, wenn du meinst. Deswegen mag ich solche Raketen. So ganz langsam, wenn man sich ja langsam ranschleicht, klappt das, ne? Aber mit dem Tracken, das ist halt immer so ein bisschen tracky. Tricky. Was haben wir denn noch? 22.000 für Mining Claim. Das bringt hier alles nicht wirklich fett, ne? Celine. 22 Claim Jumpers, ne. Provide Backup. Wo ist denn das? Security Post Celine. 15.000. Mama, winke bei die Mutti! Kevin! Don't harm allies! Das muss man mir doch nicht sagen. Alter, wieso im Dunkeln immer? Security Post Diaper. Sind hier etwa Windel-Daddies? 15.000. Ich glaube, ich mache mehr Geld, wenn ich eine Viertelstunde Rockminern gehe. Da habe ich ungefähr 50.000. Sag mal, der Stuhl hier. Oh, mal langsamer hier. Das ist sonst nicht so entspannt. Ich habe hier schon lange keine Bunkermission mehr gemacht. Und ich habe jetzt auch nur aus Verzweiflung plus irgend so eine scheiß Rüstung angezogen, weil ich nicht verstanden habe, dass meine Freelancer Max da vorne explodiert ist. So, ist das einer, wo ich angegriffen werde? Yay, Licht, man munkelt. Zum Glück ist es nur ein Turret, da mache ich ja den kleinen alten Trick. Ich werde mich jetzt hier einfach hinterstellen. Oh, jetzt ruckelt das, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was war denn das für ein Geräusch? Ping, 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 ping. Oh, ich hab schon wieder Durst. Naja, vielleicht gibt's ja was zu looten. So, Waffencheck. 15 von 15. 53 von 10.
Und natürlich wurde kein Silencer drauf, wie immer. Obwohl ich ja schon 20 Mal einen drauf gebastelt habe. Das klaut mir einer immer. Leck mich fett. Oh, noch 4 von 10. Aber das hat ja das eine Mal auch gehabt, da war bloß noch einer hin, der hat mich abgeknallt. Toll. Das war doof. Und es soll ja jetzt auch demnächst dazu kommen, dass NPCs auch in der Lage sind, sich draußen aufzuhalten, auf Planeten. Ich weiß nicht, ob sie das schon für Monde dann gemacht haben. Wird vielleicht später dazu kommen, weil du hast ja auf den Monden ja das Ding, dass du hier weniger Gravitation hast. Ne? Hallo? Hä? Alter, was war das? Das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder in die Außenansicht gehen. Ja, und das wird natürlich dann später bei den Missionen richtig hart, ne? Hier gibt es ja auch diese Gatlings. Wenn die NPCs nämlich dann hier rauskommen, kann das richtig bitter werden, ja. Aber geil. Und da hast du dann auch die Möglichkeit, ein bisschen zu snipern von draußen, ne? Und wenn da einer zum Beispiel an der Gatling steht, kannst du den dann wegsnipern hier von irgendeinem Hügel oder hinter einem Felsen oder sowas. So, jetzt muss ich mal meine Kampfhaltung einnehmen. Nicht so weit hoch. Immerhin. Ich habe einen Scope drauf. Haha, geil. Muss ja schon mal wieder gucken, wer zu mir gehört, ne? Ey, da war einer. Warte mal, da kommt Glöcke hierher. Halt. Das war klar, Alter. Ey, hallo? 4 von 10. 3 von 10, bitte. Ich hab den abgeknallt, hallo? Weil die 2 Schüsse haben. Da! Wow, doch. Wo kommt denn der jetzt her? Was hast du? Wenn du nicht nachvollziehen kannst, wo die herkommen. Nö. Wird doch 4 von 10. Hä? Der gehört zu uns, ne? Munkel. Hä? 4 von 10 immer noch? Dass hier die Bude drauf geht, hätte sowas hat. Alter, die Sicht. Da wird es zu dir gehört wer nicht. Der gehört nicht zu uns. War ja klar. Alter, aus dem Scharfschützengewehr 2 Schüsse und der bleibt stehen. Das ist ein lullischer Scheiß. Immer noch 4 von 10. Noch einer.
oder? Ja, immer, ich habe das Gefühl, immer wenn ich die ins Scope reinnehme, hauen die extra ab, als ob die das wissen. Sack hier. Ist alles frei und trotzdem, ne? Ja, ich meinere mich jetzt. Okay, ich bin noch fit. Die Anzeige spinnt hier. 4 von 10. Stehen manchmal da wie die Zomben, hä? Zomben im Weltall! Wenn die mal wenigstens mal Zeichen geben würden, ne? So ein Aufklärer, dass er sagt, wo der Gegner ist, ne? Oh, warte mal, der hat ein schönes Gewehr. Ich habe hier bloß noch 10 Schuss. Unten ist was. Ja, ich sehe ihn. Glorious! Das ist jetzt spawnen die neue, ich krieg voll auf den Sack. So, warte mal. Wo sind die Waffe in die andere? Hier, die Custodian, die kann ich weghauen. Die Custodian und ich. Den Rucksack! Du Vogt! Hallo, wo geht's hin? Hey, meine Waffen? Halt! Bist du doof? Hast du dich jetzt hier eingelagert? Was ist das für eine Scheiße? Mein Zeug ist mal wieder weg. Yay. Yeah. Ich wollte das doch nicht mehr machen. Ja, geil. Ja, keine Waffe mehr. Jetzt ist alles weg. Immerhin, mein Helm hat er mir noch gelassen. Oh, ich habe eine neue Waffe. Ach komm. Dem nehmen wir jetzt alles weg, weil wir es können. Sein Scheiß. Gib mir noch Muni. Du Drag Body Queen. Oh ja, der Helm. Ja, natürlich kann ich den Helm nicht irgendwie storen. 308. Ach komm, Alter. Aber der Helm ist schön. Da steht weg. Yay! Musst du bloß aufpassen hier. C54 Magazin. Hä, wieso hab ich den Platz? Das ist ein Inventarumgeschiebe. Ja, jetzt kann er das nicht ablegen. Doch, kann er. Weg damit. Das hier. 126, ne klar. 2 Magazine und eine Flasche, die passt ja nicht rein. Na gut, er hat ja keinen Rucksack auf. Ich hat keinen Rucksack. Weil die wissen, dass sie nicht looten können. Ich nehme keinen Rucksack mit, ich kann ja eh nicht looten. Mein ganzes Zeug gleich weg, ey. P4 AR Magazin. Das ist auch ein schöner Helm. Der hat 20% und der hat 30%. Wir tauschen wieder. Gibt es hier überhaupt Sauerstoff? Ja. Da
Das ist ein Scheiß. Dann nimmt er mir den kompletten Rucksack und alles weg. Jetzt sind ja die Leichen weg. Das ist kein gutes Zeichen. Ohne Leichen. Da kann es nämlich sein, dass hier gleich wieder neue reinkommen hier. Ne? Wie bei meinem einen Video, ne, wo hier... Naja, ein Massaker stattfand. Die haben nicht, ey. Ich denke, die sind, naja, sind überhaupt Lauchgöppe. Aber mit den Loot-Containern läuft es ja nicht so rund, wa? Ja, ich will mich jetzt hier auch nicht so lange aufhalten. Immerhin, der hässliche Rucksack ist weg. Vielleicht sollte ich CIG einen Dankesbrief schreiben. Und dann können sie in einem ihrer 4222 absolut nutzlosen und uninformativen Podcasts rüberreden. Das wäre doch mal geil. Du siehst auch lootbereit aus, Sabine. Sabine? Sabine Andershut? Sup, sup, sup. Hey, das ist auch ein geiler Helm. 30%. Ich kann ja nicht mehr drauf basteln, ja, ne? Ich kann jetzt auch nicht die Gegner-Armor anziehen. Das kommt nicht gut bei der nächsten Bunkermission. Da brauche ich mich dann nämlich nicht zu wundern, wenn ich abgeknallt werde, falls irgendein anderer Spieler reinkommt, ne? Bin ich genauso bescheuert wie der eine Typ, den ich mal abgeballert habe, weil der in Feindesklamotten rumgelaufen ist. Außerdem habe ich ja auch meinen Stolz, nicht wahr? Ich schmücke mich nicht mit den Federn des Feindes oder seiner Unterwäsche. Immerhin. Diese habe ich auf einmal 0 Schüsse. Da steht 34 drauf. Mein Gott, funktioniert ja immer was mit euren Kackanzeigen. Ich fühle mich so nackt und hilflos. Aber... Das bedeutet, ich habe weniger Equipment, womit ich mein Zeugs hier, also mein Inventar auf der Station, also auf meinen Planeten, zumüllen kann. Ich bin noch nie so hilflos gewesen. 0 Waffen an Bord. Doch, ich glaube es, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ja, ansonsten war es ja ganz locker, ne? So 2-3 Streifschüsschen abgekriegt, ne? Aber bloß weil ich mit der Gesamtsituation überfordert war. Was ist Phase und so? Was ist hier Phase vor allem wieder? Der Rucksack! Wingardium Leviosa! Was für ein magischer Ort das doch ist, hä? Zup, zup, zup! Ja, Colt Murray erzählt über Harry Potter und schwupps schweben hier die Rucksäcke durch die Gegend, hä? Das ist doch kein Zufall! So. Kann ich dann gleich mal gucken, ob ich, noch ein bisschen Muni so bei Area 18 habe, wo ich mich Rucksäcke habe ich sowieso da. Ich habe zwar welche wieder verkauft, ne, aber es wird leerer, ne? Und ich kann hier ein paar Raketen aufrüsten, nachrüsten, wie auch immer. Was? ECN? Na, leck mich doch fett. Das heißt, es wird dann wieder ein bisschen leerer. Das dauert jetzt natürlich, die Flug dauert eine Weile. Das Gerät, der Gerät. Aber, ja, also ich dachte, das High-Risk-Target hat ein bisschen... Ich meine, das war eine Hurricane, hallo? High-Risk-Target? Mit einer Hammerhead rechne ich da. Mindestens. Aber nicht mit einer Hurricane. Ja gut, es kann sein. Der Hauptgegner war ja in der Hurricane. Aber es kann ja sein, der ist definitiv nicht alleine da gewesen, dass seine Kumpels... Warum macht der Soundmucken? Hat er wieder einen Hörsturz? Sowas gibt's da auch hier drin, hä? Oder? Das macht mich ganz nervös, wenn das Schiff nicht die Sounds macht, die ich gewohnt bin. Da weiß der alte Haudegen, es stimmt etwas nicht. Es ist etwas... Oh, mein Quantendrive ist fast alle. Schon wieder? Ich hab den Schaft aufgetankt.
Was ist faul im Staat des Stanton? Das macht mich ganz wirr. Auch die Anzeige, dieses Gekrissel ist ja weg. Ein Trick aus Hollywood, damit man auch weiß, aha, man bewegt sich. Ne, Enterprise und sowas, da flitzen ja immer irgendwelche komischen Sterne vorbei, ne? So, es ist 2.24 Uhr frühs. Das heißt, in einer Stunde und 15 Minuten auf den Glockenschlag fangen draußen die Vögel an zu zwitschern. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Die orientieren sich wahrscheinlich an den Sternen und am Aszendenten Holzbirne. Keine Ahnung. Jedenfalls geht das immer zur selben Zeit. Finde ich faszinierend. Und zur selben Zeit kriegen meine Katzen ihren Rappel und dann muss ich aufstehen und denen erstmal was zu fressen geben. Sonst werden die sehr zutraulich. Das geht so weit, dass die Edel sich mit ihrem Arsch in mein Gesicht reinsetzt, wenn ich nicht irgendwann mal aufwache. Das macht die absichtlich. Die weiß ganz genau, das ist I. Aber die macht's. Genau deswegen. Die wissen ganz genau. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das mal mache, wenn die pennen, Hose runter und mich dann mit dem Arsch in ihr Gesicht setzen. Das ist genau wie wenn ich aufs Klo gehe, gucken die Katzen, kommen rein. Soll ich vielleicht irgendwann machen, wenn die auf dem Klo sind? Katzen halt, ne? Komische Wesen. Aber ich möchte nicht auf sie verzichten. Gerade weil sie so merkwürdig sind. Please proceed to sign line. Ja, genau. Mach einen Bus zu. Please proceed to sign landing bay. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte. So werden Sätze beendet. Oh, mir fällt ja ein, ich bin ja vorhin hier kaputt gegangen. Mit der Freelancer. Noch ein anderes Schiff, da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Ja. Und das, dieses rote da oben hier, Restricted Area Ahead, das ist, macht mich auch ein bisschen wuschelig. Guck mal! Was geht hier ab? Was ist Phase? Ey, das ist doch... Ja, das ist der Rest von meinem Freelancer. Da die Landekufen. Das ist dort gewesen. Genau. Da gibt's noch was zum Abminern. Mein Rock stand nämlich vorne unten. Also dort, der ist da rausgekracht. Irgendwie. Scheiße. Ja, ja, Kollisionsalarm am Arsch. Dummes Schutzschild. Weh, du tust meinem Schiff was, du. Ich raste aus hier. Okay, wir sind schon mal hier. Wir sind schon mal drin. Das sind echt noch die Reste von der Freelancer gewesen. Fetzt. Vielleicht ist da vorher auch noch ein Schiff explodiert. Und das waren die Reste, in die ich reingeflogen bin, die da aber unsichtbar waren. Ich kenne mich mit dieser komplexen Physik hier nicht aus. So, reparieren. Kein Restock. Refueling. Motor kann aus. Vor allem diese laute Mucke auch noch, bist bloß gelandet, ja? Aber als, du wirst ja behandelt, als ob du die Queen bist, ja? Keine Ahnung, wie die immer liegen. Warum ist das rot? Sind wir beschädigt? Nee, ich hab doch repariert. Warum ist das rot? Das darf nicht rot sein. Irgendwas... Ich trau mich nicht auszusteigen. Warte mal, jetzt haben wir Weapons. Vehicles, hier. Hier sind die Kackraketen. Die kann ich jetzt aber nicht rüberziehen. Nee, kann ich nicht. Moment. Select Chip. Wo ist meins?
Ach, das geht ja wieder nicht. Gut, dann. Wieso ist das rot? Das macht's eigentlich nur, wenn es extrem beschädigt ist, ne? Was heißt extrem? Schnell weg hier. Ich traue ja da Hitsche nicht. Ja, schade, ich hätte eigentlich gerne mal die Waffen ausprobiert, aber das war ja eine Enttäuschung, dieses High-Risk-Gedöns. Weil ich mich ja erdreistet habe, mich mal anzuschleichen. An eine Hurricane. Immerhin. So, ich store jetzt ein und dann versuche ich mal die Raketen hier aufzuladen. Hat da vorhin auch irgendwie geklappt. Ich habe Durst. Tja, in meinem Rucksack war ja was drin, hä? Ich habe Durst. Meine Füße tun weh. So, ich habe einen schönen Helm wieder mal neuen. Was ist das hier nur? Hä? Da steht der Pisces, aber es ist nicht mein Nies. Was ist Phase? Kann ich zoomen? Ich kann sogar zoomen. Wieso habe ich hier Zugriff auf fremde Schiffe, also Ansichten? So. Helm ab. Dann nehme ich jetzt, das ist püriertes Hackfleisch, weil es sättigt ja auch, ne? Angeblich trinken. Ich will jetzt nicht, Alter. Hallo? Bin ich gerade was am Trinken? Gib mir einen Kaffee. Lass mich hier mein Hackfleisch trinken. Ja, da fehlt nur die Animation. Was ist das da unten? Guck, wie sie mein Kaffee rumruppelt. Hörbar Sabaner. Trink, ja, da trinkt er nicht. Weg, glaube ich. Mein Kaffee ist da. Grab. Du sollst es doch nur graben und nicht einpacken. Die Animation ist weg. Das fährt jetzt hier? Nee. Wie umweltbewusst wir wieder sind. So, jetzt store ich erstmal den Kladderadatsch ein. Dann guck ich mal, ob ich hier die Raketen aufladen kann, ne? Hier geht wieder eine ganz üble Scheiße ab. Nee. So. Da sind sie, die Raketen. Die Rammädchen. Und jetzt? Eggis, Wengert, Harbinger. So, jetzt müsst ihr irgendwo empty. Oh, Alter! 141 Arrester 3! Das ist über die letzten Wochen jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner Station war und habe die Harbinger aufgeladen, hat er die Raketen halt hier reingepackt und nicht ins Schiff. Scheiße. Ja, so geht's auch leer, ne? Da muss ich noch viele Missionen machen. Ich habe sogar noch ein paar Stalker. Oh, Kacke. Okay, aber so kriegt man auch den Platz leer. Ne? Wir sind aber immer noch 118%. Da kann ich noch sehr viele Raketen abschießen. 140, Alter. Über 140. Naja. Ja, man sieht schon, ne? Die Gesichter sind detaillierter als in der alten Version. In der 316 sahen die noch ganz anders. Was zeigst du mir jetzt? Wieder noch die Pisces, ja? Ich bin so raus hier, das gibt's überhaupt nicht. Du fährst eh nicht mit. Du bist ein NPC, du darfst das nicht. Nur wir haben diese Privilegien. Du dumme Maschine. Computerprogramm. Ja, ja, ich habe die rote Pille gefressen, nicht blaue. Ich weiß, was Phase ist. So, jetzt habe ich diese C54. Habe ich dafür auch Muni? Natürlich nicht. Wie schön. Und der nächste Rucksack ist an der Reihe. Welchen nehmen wir mal?
So viele sind es nicht, aber ja, hier diesen Kinderrucksack wieder. Ist da noch was drinne? Ach, hast du keinen Bock oder was? Du setzt den öff. Willst du den haben? Ja, wie soll ich das Inventar leer räumen, wenn du mir das hier nicht aufsetzen lässt? Ne, den kann er nicht aufsetzen, weil da die Rüstung nicht stark genug ist. Da klappt der Bubi nach hinten. Jetzt müssen wir noch raus hier. Jetzt kann ich keinen Rucksack aufsetzen, oder was? Jetzt! Na fein! Now arriving. Ja. Bin leicht verwirrt. Das war heute ziemlich viel komisches Zeugs, was passiert ist. Mein Rucksack ist weg. Munition brauche ich ja auch. Für mein nächstes Abenteuer. Und ich habe eine bessere Waffe, weil die Custodian ist absolut nicht so mein Ding. Was ist Phase? Oh. Ich glaube, ich werde mich jetzt irgendwo hinsetzen und dann bin ich erstmal raus hier aus dem Geschäft. So, und ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Ein Irrlicht. Wingardium Leviosa. Sup, sup, sup. In dem Sinne, tschüss.